Eindrucksvoll erhebt sich das Scientology-Gebäude in Berlin. Doch die Mitgliederzahlen der umstrittenen Organisation stagnieren. Der Psychokonzern geht nun im Internet auf Fang, schleicht sich ein in die sozialen Netzwerke. Auf Facebook etwa bieten Privatpersonen Hilfe an. Der Angesprochene erfährt aber erst sehr spät, dass der freundliche Nutzer ihn zu Scientology locken will. Genau das. Das haben sie entdeckt und im Bereich des Films und der Videos haben sie es schon lange entdeckt, viel besser als wir glauben. Und dort sind sie so geschickt, dass es naheliegend ist, dass sie das Internet auch sehr intensiv nutzen. Und das tun sie mit großer Sicherheit. So stoßen Jugendliche bei Suchworten wie etwa Menschenrechte auch schnell auf Scientology-Webseiten. Auf den ersten Blick aber erkennt niemand, wer sich hinter den guten Zielen verbirgt. Erst das Kleingedruckte enttarnt die Psychosekte. Die eigentlichen Ziele verschleiern auch die Strategie auf der Straße. An den Ständen der Scientologen findet sich kaum ein Hinweis auf die umstrittene Organisation. Vor allem Jugendliche werden hier angesprochen. Journalisten dagegen keine gern gesehenen Gäste. Und wer sind Sie? ZDF. Umso wichtiger ist die Aufklärung. Stefan Bartel besucht regelmäßig Schulen, informiert über Scientology, zeigt, wie sie Jugendliche mit Videos anlocken, vor allem im Netz. Hochmodern, super gemacht, genau auf jugendliche Sehgewohnheiten zugeschnitten und die sind perfekt. Und ich zeige Ihnen jetzt ein solches Werbevideo. Jung verunsichert auf der Suche. Facebook ein guter Ort, um von ihren Nöten zu erfahren. Ja, es hat schon Sinn, weil es eben viele Leute gibt, die durch das Internet sehr viel offener zu der ganzen Welt werden und dann eben auch schreiben, wie es ihnen geht und dann häufig auch mal schlecht. Und das sorgt eben dafür, dass die Sekten viel, viel mehr Möglichkeiten haben, an diese Leute ranzutreten. Es gibt ja in Schulen Gruppierungen und Schüler, die nicht so eingebunden sind in den Klassenzusammenhalt oder so. Das gibt es ja immer. Und ich glaube, dass gerade die Personen anfällig sind, auf sowas reinzufallen, weil in diesen Sekten ja angeboten halt genau diese Zugehörigkeit, die sie dann in der Schule irgendwo vermissen. Stefan Schweigert geriet in die Fänge von Scientology, weil er ganz einfach neugierig war. Ein fataler Fehler, wie er heute sagt. Ja, die machen dich abhängig, weil die dir halt Sachen versprechen oder sagen, die du halt erleben möchtest oder erleben sollst, laut deren Aussage. Und du dann auch glaubst. Und dadurch machst du halt nur diese eine Sache und hast halt nichts anderes mehr im Leben, außer Scientology. Und das ist halt dieses Gefährliche, weil du siehst nur noch das. Es ist halt wie so eine Welt in der Welt. Scientology isoliert, macht abhängig, wird auch deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet. Gefährlich für jeden aber ist, wie heimlich die Organisation auf Seelenfang geht, seit neuestem auch verstärkt im Netz.